Gut, lieber Carsten, du zeichnest ein Bild von einer, sage ich mal, notwendigen Harmonie, also quasi einer strategischen, einer auch politischen Harmonie. Das ist ja auch zu Recht, ja. Wir sollen uns ja auch professionalisieren. Die AfD will diesen Schritt machen. Vermutlich, weil du insbesondere, aber auch viele Sachsen hoffst, dass der Himmel über Sachsen blau wird Ja. bei den Landtagswahlen. Wie blau wird er denn werden? Was glaubst du, was ist realistisch und welche Regierungskoalition-Optionen haben wir denn wirklich? Gut, also wie Ja, blau die wird der, Chancen erstmal, genau. wie blau wird der Himmel? Also wir haben sicherlich das Potenzial, bis an die 40% heranzureichen. Wenn wir es schaffen, vor allen Dingen die Wähler in den ländlichen Gebieten zu motivieren, zur Wahl zu gehen und denen zu sagen, ja, es gibt Sinn oder es macht Sinn, zur Wahl zu gehen. Diejenigen, die quasi dieses System erhalten wollen, die quasi diesen Linksruck immer weiterführen wollen, die eigentlich mit Deutschland nicht viel anzufangen wissen, die gehen alle zur Wahl. Und deswegen muss man denen sagen, die konservativ denken, die unsere Werte erhalten wollen, die unser Vaterland erhalten wollen, ihr müsst zur Wahl gehen. Ansonsten könnte es sein, dass es das letzte Mal war, dass ihr überhaupt quasi noch Einfluss habt auf diesen ganzen, auf das ganze Thema, weil es ist ja geplant, letztendlich auch den Zentralstaat EU zu gründen. Wir haben gerade gehört, oder gesagt hat es niemand, aber die meisten wissen es, dass 2029 nur noch europäische Parteien antreten dürfen. Und deswegen wurde ja gerade diese Diskussion geführt, also zu Beitritt zu einer europäischen Parteigründung und so weiter und so fort. Und spätestens dann müssen wir raus sein, ne? Und wir müssen dieses Mal den ersten Dominostein quasi umwerfen, wobei einige Dominosteine sind ja schon umgeschmissen, bei der EU-Wahl, bei den Kommunalwahlen, gerade in Sachsen. Und Die anderen haben vorgelegt, jetzt müssen wir reinlegen. Also jetzt müssen wir richtig, quasi. ganz genau. Also ich bin ja in Sachsen waren ja auch Kommunalwahlen. Und in dem Wahlkreis, wo ich angetreten bin, hatten wir 40% für den Kreistag, also für den Kreistag, ne, für ein kommunales Parlament. Ja. Wenn wir in die Richtung überall hinkommen, so zumindest ansatzweise, dann haben wir eine sehr gute Verhandlungsposition mit potenziellen Koalitionspartnern. Und da sind wir bei der Frage, mit wem denn jetzt nur regieren, ne? Ich stelle dir bewusst diese Frage, weil einige, auch hier, wenn ich mich umhören würde, bin ich mir sicher, würden ja sagen, das BSW ist eine realistische Option. Insbesondere, wenn sie die Zweistelligkeit erreichen, sie träumen ja sogar von 15%. Ist das für dich eine Option, das BSW? Also das BSW ist eigentlich, kann normalerweise keine Option sein. Frau Sarah Wagenknecht sagt ab und zu mal was Vernünftiges, aber der Rest der Riege, das sind sie selbst auch. Ist keine Verkappte, sondern es ist einfach eine Salonkommunistin. Und der Rest der Riege, der hinter ihr steht, das sind alles Sozialisten. Das sind alles Leute, die von den Linken kommen. Und mit den Linken kann man keine stabile Regierung bilden. Die wollen Sozialismus. Jetzt erzählen sie was von demokratischem Sozialismus. Das gibt es einfach nicht, das schließt sich aus. Und deswegen wäre es wichtig, sehr starkes Ergebnis zu haben, ein sehr schwaches Ergebnis für die CDU möglichst, Grüne und SPD raus. Und dann müssen sich die noch verbliebenen CDU-Leute, und ich hoffe, dass da genügend Konservative dabei sind, dann entscheiden zwischen einer wertkonservativen AfD oder einer sozialistisch-kommunistischen BSW. Aber die PSW, Carsten, wenn ich dich da unterbrechen darf, kann ja bestenfalls auf 15% kommen. Die CDU kommt bestenfalls auf 30%. Das heißt, wenn sich dieser Fall ergibt, dann muss ja wirklich die Grünen müssen raus, die FDP müssen raus, damit das überhaupt schon mal reicht für eine Mehrheit. Ansonsten bleibt ja nur noch die Alternative als die einzige Option überhaupt eigentlich für die CDU, um politisch in der Regierung zu bleiben. Naja, wenn Grüne und SPD drin bleiben und zum Beispiel gerade so die 5%-Hürde schaffen, wie sie jetzt gerade abgebildet sind. Na, also im Moment haben sie bei den Umfragen 5%, die Grüne und die SPD auch. Dann würde quasi, dann müssten sie eine Viererkoalition machen. Also Schwarz, Rot, Grün, also Grün, Rot, Dunkelrot, Ja. um letztendlich zu verhindern, dass die AfD Regierungsverantwortung übernimmt. Da stelle ich mir die Frage, ob die CDU-Leute das mitmachen. Vor allen Dingen jetzt, weil in den Kreistagen wir überall, fast überall, glaube ich, stärkste Kraft sind. Wir sind, glaube ich, überall stärkste Kraft in den Kreistagen.
Und dort werden wir vertrauensvoll mit den CDU-Leuten zusammenarbeiten. Und die werden das dann letztendlich auch mitkriegen, okay, das sind Leute, die wollen Sacharbeit. Brandmauer gibt es hier sowieso nicht auf kommunaler Ebene. Und dann kann man die auch einreißen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass die CDU dann es wenigstens so macht, dass sie ihre Mitglieder befragt, ob sie sich mit der AfD, ob sie mit der AfD oder mit der BS, oder mit dem BSW eine Koalition bilden wollen. Und ich bin mir relativ sicher, dass, dass ein Großteil der CDU-Leute dann sagt, dann lieber mit der AfD. Ich war bei, ich unterschätze aber nicht den langen Atem von Frau Merkel. Die hat es geschafft, aus Afrika eine Abstimmung rückgängig zu machen. Die wird es auch schaffen, aus dem Ruhestand der sächsischen CDU was vorzuschreiben. Aber Sachsen ist noch ein bisschen was anderes, erstens. Und zweitens war ich im letzten Jahr und in diesem Jahr bei allen Bürgermeistern, bis auf zwei, bei allen Bürgermeistern bei mir im Wahlkreis, im Landkreis, nicht nur im Wahlkreis, sondern im Landkreis. Und da gibt es auch, 12 oder 13 Bürgermeister von der CDU. Und bis auf zwei, ich sage hier niemanden, ich sage nicht, wer es gesagt hat, aber bis auf zwei haben alle gesagt, selbstverständlich muss es eine rechtskonservative Regierung im Herbst geben von AfD und CDU. Sie selber würden natürlich das gern sehen, wenn es CDU und AfD ist und nicht AfD und CDU. Aber das spielt ja dann von der Warte keine Rolle. Aber ich glaube schon, dass zumindest in der mittleren Ebene und in der unteren Ebene sehr viele Leute lieber mit der AfD eine Koalition machen würden, als mit Linke und Grüne und Sarah Wagenknecht. Ihm ist es sogar eher zuzutrauen, dass sie es in die Regierungsverantwortung schaffen, weil der feuchte Traum in Anführungszeichen ist ja, man schafft es in allen drei Bundesländern. Das ist ja wohl unrealistisch, das ist uns allen klar. Aber sag ich mal, unter diesen dreien, die ja doch alle Favoriten sind, wer ist da der Spitzenrat? Ich meine, Höcke ist sehr stark in Thüringen, er ist bundesweit bekannt, aber er polarisiert und stößt daher vielleicht auch den einen oder anderen in der Wahlkabine letztendlich ab. Herr Orban, bei aller Liebe und die stabilen Sachsen, er ist jetzt, sage ich mal, nicht der farbenfrohste Kandidat. Und Brandenburg, was ist schon Brandenburg? Also ich überspitze jetzt alles, ne? Aber mein Geschichtslehrer hat mir mal gesagt, wenn die Welt untergeht, geh nach Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern, da passiert alles 20 Jahre später. Okay. Ich hoffe es nicht, aber jetzt unter all diesen widrigen Voraussetzungen, ja, was glaubst du, wer hat die besten Chancen tatsächlich, jemanden bis in die Regierung durchzukriegen? Also, auch wenn ich das, auch wenn ich mir wünschen würde, dass es Sachsen da die besten Chancen hätte, sage ich persönlich, höchstwahrscheinlich hat Thüringen die besseren Chancen. Aber nicht deswegen, weil die AfD dort so stark ist, sondern weil die CDU dort so schwach ist. Und weil es dort einfach eine viel, viel kompliziertere Situation gibt bei der Regierungsbildung. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass die Chancen in Thüringen besser sind. Aber wie gesagt, nicht wegen der Stärke der AfD dort, sondern wegen der Schwäche der CDU, weil die CDU dort so schwach ist. In Sachsen ist es so, dass die CDU nach wie vor so stark ist, zumindest laut Demoskopen, dass sie, wenn die Grünen und die SPD nur jeweils 2% wieder zulegen würden, also insgesamt 4% quasi mehr hätten, dann könnten die einfach ihre Kenia-Koalition weiterführen. Ja. Und von der Warte her, hier ist die CDU in Sachsen, oder in Sachsen ist die CDU leider noch sehr stark. Letztendlich sind es immer Personen. Und der Herr Kretschmer ist natürlich sehr, sehr viel unterwegs und er verspricht allen alles, egal wohin kommt. Ich höre ihn sehr oft reden, weil ich bei Handelskammer, Industrie und Handwerkskammer und so weiter und so fort, hat ein großes Pensum, das muss man ihm zugestehen, also ein sehr, sehr hartes Pensum. Ja. Und dort erzählt er aber wirklich allen alles, was sie gerade hören wollen. Ja. Und, man könnte fast so weit sagen, lieber Carsten, die AfD sollte den verklagen auf Urheberrechtsverletzung, weil alle Ideen der AfD kopiert er ja irgendwie ein paar Monate später bei seinen Reden. Ja, selbstverständlich. Also, und man muss den Leuten selbstverständlich sagen, das ist, erstens ist alles kopiert, die sind alle dafür verantwortlich, was hier gerade passiert oder was hier passiert ist. Sie wollen nicht, und das ist eines der wichtigsten Argumente, sie wollen nicht die Corona-Zeit aufarbeiten. Herr Kretschmer wurde ja dazu mal gefragt bei unserem Bürgerdialog und dann hat er gesagt, können Sie jetzt nicht einfach mal Ruhe geben? Ja. Und die wollen einfach Ruhe geben, weil sie ganz genau wissen, dass sie große Schuld auf sich geladen haben und die AfD ist die einzige Partei, die das auch wirklich aufarbeiten will. Die anderen wollen es einfach alle
ja. In Vergessenheit bringen sozusagen oder in Vergessenheit geraten lassen, weil sie alle beteiligt waren. Und sie wissen, dass sie Schuld auf sich geladen haben. Also die AfD mag es vielleicht nicht bis in die Regierungsverantwortung schaffen in Sachsen, aber so stark wie sie ist, wird sie über die 20% kommen. Wird sie also mit diesem Quorum es schaffen, einen Corona-Untersuchungsausschuss auch in Sachsen auf den Weg zu bringen? Selbstverständlich ist auch der Plan. Ist doch schon angekündigt. Wir hoffen natürlich, dass wir in die Regierungsverantwortung kommen, damit wir auch die anderen Dinge durchsetzen können, die wir wollen. Abschaffung der Zwangsgebühren, GEZ, Verhinderung oder zumindest es so unattraktiv wie möglich zu machen für Investoren, Windindustrieanlagen zu bauen. Das ist mein Thema, mein spezielles. Ja. Du bist klimapolitischer Sprecher. Will, ja, die Bildungsmisere beenden, eine ordentliche Wirtschaftspolitik machen, Bürokratismus abbauen und so weiter. Das geht nur mit der AfD. Die CDU ist in so festen und verkrusteten Formen. Und wenn sie sich dann auch noch die Koalitionspartner Rot und Grün oder sogar Dunkelrot nehmen, dann geht da gar nichts mehr. Dann sind wir wirklich am allerwertesten. Am allerwertesten, in der Tat. Wir sind hier noch nicht ganz durch. Ne? Die Leute haben mental gestern schon so ein bisschen ausgecheckt, nachdem sich die Doppelspitze bestätigt gesehen haben. Aber tatsächlich geht es ja heute um die Inhalte. Eine wichtige Frage steht auch noch aus, die Frage nach dem Generalsekretär. Wie positionierst du dich in dieser Frage? Weiß ich, also muss ich ehrlich sagen, kann ich gar nicht richtig sagen. Ja, ein Generalsekretär ist durchaus eine wichtige Position, haben wir auch in Sachsen. Seine Rechte, also erstens müssen die Rechte gut eingehegt werden, sage ich jetzt mal so. Er muss quasi muss vorgeben, wie soll der Wahlkampf gemacht werden, aber er darf nicht weisungsgebunden gegenüber den Landesverbänden sein. Also, weil es muss eine Autonomie der Landesverbände geben, basisdemokratisch, die müssen selber entscheiden können, wenn sie denn denken, dass sie zum Beispiel eine andere, der Generalsekretär ist ja für den Wahlkampf verantwortlich. Und wenn die Länder denken, dass sie eine andere Plakatserie nehmen wollen und so weiter und so fort, weil sie es ein bisschen anders machen wollen, weil eben natürlich in den verschiedenen Ländern es eine verschiedene Ansprache der Bevölkerung, der Leute auch braucht, ja. Dann muss das erstens muss das bleiben. Und dann muss man sich wirklich entscheiden, wenn er vom Bundesparteitag gewählt wird, ob er dann sozusagen durch den Bundesvorstand einfach abgesägt werden kann. Carsten, eine Frage stellt keiner in diesem Zusammenhang. Also ob er kommt oder nicht, das müssen die Delegierten entscheiden. Aber gesetzt im Fall, er käme. Keiner hat bis jetzt gefragt, wen man sich da überhaupt vorstellen könnte in dieser Rolle. Wer soll es denn überhaupt werden? Ja gut, aber darüber braucht man sich erst dann Gedanken machen. Ja, aber du merkst ja, was für eine Verantwortung dieser Generalsekretär, Peter Böhringer sagt auch noch, das kommt aus der Armee, dieser Begriff, natürlich ja, General. Selbstverständlich, ja. Also wer würde sich denn diese Bürde, in Anführungszeichen, auftürmen, zu sagen, okay, er übernimmt jetzt diese vielleicht auch sehr undankbare Rolle von jemandem, der permanent hinterfragt wird? Ja, ja, der Generalsekretär macht sich sehr oft unbeliebt. Ja, genau. Also wer würde sich das denn ans Bein binden wollen? Kann ich nicht sagen. Also weiß ich nicht. Also fällt mir jetzt nicht ein, aber es wären dann schon Leute. Aber du würdest dich nicht drauf berufen? Mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nicht. Ich möchte einfach meine Arbeit machen, meine sachliche Facharbeit. Okay. Letzte Frage und zwar: Wie geht es denn weiter in Berlin? Also nächstes Jahr wirst du Wahlkampf machen? Willst du noch einmal? Also ich möchte gerne noch einmal. Muss natürlich. Habe ich nicht gehört? Sag nochmal. Ja, natürlich möchte ich. Ich möchte noch eine Runde drehen. Okay. Ich möchte noch einmal für den Bundestag kandidieren. Dann würde ich mich da aus diesem Politikbereich, also Bundesebene quasi, doch zurückziehen. Wie alt wärst du dann am Ende der zweiten Legislatur? 65. Na, das ist aber auch ein gutes Alter, ne, um zu sagen. Das ist ein gutes Alter. Ich möchte nicht wie Herr Schäuble da sterben, während ich Bundestagsabgeordneter bin. Ja. Oder gibt auch andere alte Herrschaften da, das möchte ich alles nicht. Ich möchte auch kein Berufspolitiker sein. Ich glaube, 12 Jahre reicht zu, zumindest in diesem Gremium auf Bundesebene. Und also würde ich gern machen. Dann also, schauen wir mal, wenn der Kreisverband mich wieder aufstellt als Direktkandidat. Und dann müssen natürlich die Leute. Du bist so bescheiden. Carsten, mit wie viel Prozent bist du das letzte Mal gewählt worden in deinem Wahlkreis? Weiß ich nicht mehr. Nee, weiß ich wirklich nicht. Weißt du nicht mehr? Waren es 30%? War es nicht irgendwie was unfassbar hohes? Naja, das sind dann die Wähler. Naja, meine ich doch.
Ja, ist richtig, aber erstmal muss man ja aufgestellt werden. Nee, klar, also aufgestellt ist eine Sache, aber deine Wahlergebnisse sprechen für sich. Ja, mit wie viel Prozent bist du gewählt worden? Ja, mit 33,7. Sage ich doch, habe ich wieder richtig gemerkt. Das ist doch der Wahnsinn. Ich meine, das ist ja fast schon Tino Chrupalla-Niveau. Ja, sehr, sehr, sehr gut. Na gut, also ich danke dir für diese Einschätzung und schön, dass du zum Parteitag gekommen bist. Danke, dass du dich meldest, danke, dass du kritisch dranbleibst und es bleibt ja hier weiterhin spannend. Danke dir für diese Einschätzung. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Thank you.